tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akon Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Eure Hoheit. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, folgt mir. Bei Verstand sein. Bitte! Elender Dieb, du wirst sterben! Warum seid ihr so korrupt? Was macht ihr denn? Versucht es! Nicht planen, wenn du noch feierst! Ich weiß, dass er hat das getan. Zeigt euch! Hier! Er ist hier drüben! Du hast mich verkrochen! Hör auf! Du gehörst mir! Hier wirst du sterben! Männer, ja. Das ist doch alles, was ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Wie schrecklich. Ich darf... Also treffen wir uns endlich. Ich bin froh, euch endlich zu treffen. Verdammt! Wo ist der Heide, der dafür verantwortlich ist? Was? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Habt ihr das gesehen? Was fehlt Ihnen denn nur? Da. Was macht dieser Tor da? Hat er wohl einen Grund für seine Taten? Was tut er? Ha!
Du wirst bluten! Du bist ein toter Mann! Mit dem König gesprochen und bringe schlimme Kunde. Er beschuldigt uns, unsere Pflicht verletzt. Nicht er erkennt nicht, was wir für das Wohl unserer Sache getan haben. Welch Schande! Was weiß er denn schon? Er irrt sich! Ruhe, Ruhe! Hütet eure Zungen. Ja, er irrt. Aber seine Vorwürfe entbehren auch nicht jeder Grundlage. Es ist leicht, bei einem Rundgang hier Fehler zu finden und Mängel zu erblicken. Ich fürchte, wir sind faul und träge geworden. Nein! Wir sind euch ergeben! Warum sagt ihr ich das? Ich sehe, wie ihr übt. Euch fehlt es an Hingabe und Beharrlichkeit. Ihr schwatzt und spielt und euch übertragene Pflichten werden schwerlich oder gar nicht erfüllt. Das endet am heutigen Tag. Verriesen die Tore! Lass den Assassinen nicht lebend entkommen! Er rennt in eine Sackgasse, das war's! Die Mischer verbarrt! Das wird überhaupt nicht schwer! Voll strecke ich mit schwarzen Augen nieder! Davon kommt ihr nicht davon! Ich bin viel besser, als du je sein wirst! Töte ich den Herrn! Töte ihn! Lauft ihr mich abschütteln zu lassen? Riegelt die Festung! Schon weiß, dass du tot bist! Ich nehme mich leider selbst ab. Assassine! Ich hätte es wissen müssen. Schließt die Tore! Tötet den Heiden! Ruht aus. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt,
Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Ein Assassine! Halten ihn! Du gehörst mir! Was führt euch hier? Wilhelm von Montferrat ist tot und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein, es war die rechte Zeit für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, er wollte Akon für Konrad, aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualim besprechen. Ja, mein Freund.